Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Marion von Marions Bastelstübchen. Ganz mein Geschmack, so heißt das Materialpaket, mit dem wir zurzeit basteln. Wir waren da ja schon sehr fleißig. Wir haben hier diese kleine schicke Briefkastenbox gefertigt. Dann gab es diese tolle Handtasche, richtig schön geräumig. Letzte Woche haben wir eine Grußkarte gebastelt, damit wir ein paar nette Menschen erfreuen können. Und heute habe ich wieder eine kleine Geschenkverpackung für euch. Das alles haben wir mit dem Materialpaket Ganz mein Geschmack gebastelt. Darin befinden sich Waren von Stampin' Up, Farbkarton, Designerpapier und so weiter. Schaut euch einfach mal mein Vorstellungsvideo dazu an. Und bestellen könnt ihr das natürlich auch bei mir. Schreibt mir einfach eine E-Mail an marion.siske@web.de oder guckt hier auf meinem Blog. Da gibt es noch weitere Infos dazu. Die Schachtel, die wir heute gemeinsam basteln, die hat als Verschluss eine Banderole. Das heißt, man kann die Schachtel nach Belieben öffnen und schließen. Ich habe hier jetzt mal nicht was zum Essen reingebaut, sondern einen kleinen Badezusatz. Und wenn ihr nicht baden mögt, in die Schachtel passt von der Größe her auch hervorragend eine von den berühmten quadratischen Schokoladentafeln. Und wie die Schachtel funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir erstmal ein Farbschema überlegt und aus den Farbkartons im Bastelpaket mir das Schiefergrau ausgewählt. Dann habe ich mir dieses Designerpapier ausgesucht und ihr braucht auch noch einen Rest von einem anderen Designerpapier. Da habe ich das hier genommen, das passt farblich sehr, sehr gut dazu. Die Maße. Der Farbkarton für das Gehäuse, der hat eine Größe von 25 cm mal 16,5. Das Designerpapier, da habe ich jetzt einfach mal von dem Streifen, so wie ich es euch ins Materialpaket lege, also von den ganzen 12 Inch in der Länge, habe ich jetzt einfach einen Streifen mit 4 cm abgeschnitten. Den Rest, den könnt ihr für ein anderes tolles Projekt verwenden. Wir brauchen heute nur das für die Banderole. Und zu dem Rest Designerpapier, da kommen wir dann nachher noch dazu. Jetzt geht es erstmal los mit dem Falzen unserer Schachtel. Und dazu legen wir erstmal die kurze Seite oben ein und falzen die hier bei 1,5 cm. Und dann nochmal bei 3 cm. Und das machen wir auch auf der anderen Seite. Dann kommt die lange Seite nach oben und da falzen wir von der einen Seite bei 5 cm, dann nochmal bei 6,5 cm und dann drehen wir das Ganze um und falzen die andere Seite einmal bei 7,5 cm. Und dann gehen wir nochmal zu 9 cm und falzen auch dort nochmal. So, der Papierschneider kann erstmal weg. Ich gehe erstmal alle Falze mit meinem Papierfalter nach. Jetzt legt ihr das Ganze so vor euch hin, dass ihr hier die 5 cm Seite habt und hier die 7,5 cm Seite. Dann nehmen wir die Schere und schneiden bei der 5 cm Seite hier an der inneren Falz entlang bis zur zweiten Kreuzung. Und dieses Rechteck, das können wir komplett wegschneiden. Und das gleiche auch an der anderen Seite. Die 7,5 cm Seite, die schneiden wir ebenfalls an der inneren Falz ein, aber nur bis zur ersten Kreuzung. Dann schneiden wir uns hier eine kleine Klebelasche zurecht. Dazu schneiden wir hier von dieser Seite bis zur zweiten Kreuzung, die andere auch. Und dieses kleine Quadrat,
das jetzt hier noch übrig bleibt, das ist unsere Klebelasche und die könnt ihr gerne so ein bisschen schräg zuschneiden. Dann sieht das so aus. Und das Gleiche machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch. Einen Eckenabrunder besitzt oder hier diese tolle Trio-Stanze, die hat ja auch so einen Eckenabrunder dabei, der kann sein Gebilde jetzt noch ein bisschen verfeinern und zwar die 5 cm Seite, die bekommt an allen Ecken hier oben eine Rundung verpasst. Und dann werden wir hier diese Ecken an diesen seitlichen Flügeln, die werden wir auch noch mit einem Eckenabrunder bearbeiten. Da tut ihr euch am leichtesten, wenn ihr hier oben die Klappe einfach nach unten umschlagt. Dann könnt ihr hier wunderbar mit dem Farbkarton in die Eckenstanzen hinein. Und jetzt sollte euer Zuschnitt so aussehen. Bevor ich das Ganze jetzt zusammenklebe zu einer Schachtel, möchte ich gerne ein paar Hintergrundstempel benutzen und das Ganze noch etwas bestempeln. Das Stempelset Geschmackvoll gestaltet, das wir ja hier zu dieser Videoreihe benutzen, das hat jede Menge Hintergrundstempel mit dabei. Ich werde heute diesen hier benutzen und dann möchte ich auch diesen Zweig noch dekorativ auf der Schachtel aufbringen. Da fange ich mal an mit meinem Stempelkissen in Schiefergrau, also Ton in Ton zum Karton. Das macht sich für Hintergründe ja immer ganz toll. Und jetzt gucken wir erstmal an, wie die Schachtel nachher aufgebaut ist. Also das hier wird der Korpus und das hier ist die Verschlussklappe. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wie eure Schachtel nachher vorne und hinten und oben und unten haben soll. Also ich habe meine diesmal so gewählt, dass der Ausgang mal an der Seite ist. Ihr könnt es natürlich auch oben. Unten ist jetzt denkbar ungünstig, aber ihr könnt natürlich auch nach oben den Eingriff machen. Dann müsst ihr die Schachtel eben entsprechend anders konzipieren. Ich möchte das so machen, ist mal was anderes. Und deswegen muss ich dann, wenn ich den Zweig aufstempel, eben darauf achten, wo die Richtung meiner Schachtel ist. Aber erstmal nehme ich den hier, Ton in Ton, da muss ich jetzt nicht so viel beachten. Den bringe ich einfach ein bisschen auf der Schachtel auf. Hier noch eins und ja, machen wir hier noch eins. So. Den Zweig möchte ich in Marineblau aufstempeln. Der kommt richtig schön vorne auf die Front als poppiges Gestaltungselement. Und nun klebe ich die Schachtel zusammen. Ich nehme dazu mein Flink und Fest Plus. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Klebstoff verwenden. Aber wir fangen jetzt erstmal an, hier unten diese kleinen Klebelaschen umzukleben. Und das kommt jetzt hier so drüber. Da müsst ihr jetzt natürlich darauf achten, dass ihr den Klebstoff auf dieses Teil auftragt und nicht hier die komplette Seite mit Klebstoff belegt, sondern wirklich nur hier. Können wir die Schachtel schon füllen. Ich habe hier wieder meinen Badezusatz. Und dann geht es weiter mit der Banderole. Wir haben uns ja den Streifen abgeschnitten, einfach einmal der Länge nach von unserem Designerpapier. Und meine Lieblingsmethode, Banderolen zu gestalten, zu falzen, ist einfach die, die um den fertigen Körper herumzulegen und dann immer Stück für Stück hier anzupassen an die Ecken und dann lege ich es mir noch mal gerade vor mich hin und fahre die Linien noch mal so nach
und achte dabei, dass hier die Kanten immer in der Flucht liegen, damit wir schöne 90 Grad Winkel bekommen. Und das ist auch schon der ganze Trick an der Geschichte. Jetzt ist es natürlich ein Stückchen zu lang. Das schneiden wir uns jetzt zurecht. Ich werde jetzt von der einen Hälfte hier einfach noch ein Stückchen abschneiden. Ich schneide einfach mal hier. Dann kommt ein bisschen Klebeband drunter. Und die Banderole ist zu. Das Schöne ist, wenn man es nicht ganz so stramm macht, man kann sie jederzeit abziehen und wieder hochschieben. Und der Beschenkte, der muss hier nichts zerstören, um an den Inhalt zu kommen. Weil es sehr hübsch aussieht, nehme ich hier noch das geflochtene Leinenband, schlage das einmal komplett um die Banderole herum und werde mir hier so an der Seite ein kleines Schleifchen binden. Ich ein Reststück flüsterweißen Farbkarton, da werde ich mir jetzt einen Spruch aufstempeln. Dazu nehme ich auch wieder das Marineblau und da habe ich mir aus dem Stempelset hier diesen ausgesucht. Du bist etwas Besonderes, da fühlt man sich doch gleich viel besser, wenn man sowas geschenkt bekommt. Und dann kommt jetzt auch unser Reststück Designerpapier mit ins Spiel. Und meine Etiketten mit Stil, denn ich werde zum einen mit diesem Etikett meine Schrift ausstanzen und zum anderen möchte ich euch gerne an diesem Beispiel zeigen, dass ihr diese Stanzformen natürlich auch anders verwenden könnt, als einfach immer nur stumpf diese Formen auszustanzen. Ich werde jetzt diese Stanzform benutzen und damit diesen Reststreifen Farbkarton ein wenig verzieren. Und zwar möchte ich hier zum einen eine Spitze einstanzen. Dazu nehmt ihr einfach den Streifen, schiebt ihn hier so in diese Stanzform hinein, dass nur der Teil, der gestanzt werden soll, unterhalb des Stanzrahmens liegt. Dann werdet ihr das folgendermaßen in die Big Shot schieben. Ihr habt also das Papier nur an der Stelle unter der Stanze, wo der Pfeil oder hier in dem Fall die Pfeilspitze liegen soll. Dann nehmt ihr die zweite Platte und deckt wirklich nur die Stelle ab, wo auch wirklich gestanzt wird. Das hier hinten lasst ihr frei. Ihr braucht nur das abdecken und hier einmal stanzen. Dann könnt ihr natürlich auch hinten, wenn ihr so einen Pfeil stanzen möchtet, auch hinten eine Seite mit diesem Stickmuster versehen. Dann machen wir das einfach ähnlich wie eben, andersrum eben, so dass wir jetzt die Seite, die gerade sein soll, hier unter den Rahmen legen. Und auch hier werdet ihr die zweite Platte dann wieder einfach nur hier an dieser Stelle auflegen. Und somit wird beim Durchnudeln wieder nur diese Stelle gestanzt. Das mache ich jetzt schnell und dann zeige ich euch das Ergebnis. Hier ist nun mein Ergebnis. Ich habe jetzt hier eine Art Pfeil geschaffen, vorne und hinten mit Stickmuster. Und ihr werdet die Form nicht hier in dem Sortiment finden, sondern die haben wir uns selbst aus diesem Framelit zusammengebastelt. Das Fähnchen, das klebe ich jetzt einfach mal hinten mit Klebstoff auf mein Pfeilchen hier auf. Schräg ist schick, ihr wisst ja, ich stehe auf schräg. Und das kommt jetzt mit Dimensionals hier vorne über die Schnur. Ins Materialpaket habe ich euch hier die Minis reingelegt, die Mini Stampin' Dimensionals. Die kann man immer gebrauchen, die passen immer, die sind so schön klein. Und da werde ich jetzt einfach rechts und links von der Schnur welche anbringen und dann mein Etikett oben drüber setzen. Schon ganz hübsch aus, aber der Hingucker fehlt uns noch. Da kommt jetzt noch eine wunderschöne Blume drauf. Die ist natürlich auch aus dem gleichen Stempelset.
Und die stempel ich mir mit der Memento-Tinte. Ich möchte sie nämlich gleich mit meinen Stampin' Blends ausmalen. Selbstverständlich könnt ihr auch mit normalen Filzstiften malen oder mit Buntstiften, Aquarellstiften, was ihr gerade so habt. Ich zeige euch hier mal, wie ich eine Kontur aus dem schwarzen Memento bekomme, die etwas heller ist, also passend zu meinem Grundmuster in Schiefergrau. Ich gehe erst einmal auf Schmierpapier und dann stempel ich hier auf mein Flüsterweiß. Und dann seht ihr, ihr habt also fast den Ton Schiefergrau damit. Wir kürzen jetzt ein wenig ab. Ich habe schon vorgemalt und zwar habe ich mir diese Blüte in den Farben Rokoko Rosa, Hell und Dunkel ein bisschen nuanciert. Ihr seht, ich habe mit dem Dunklen angefangen und überall da, wo diese dunklen Striche auch im Motiv eingelassen sind, da habe ich dunkel gemalt und bin dann nochmal mit dem helleren Stift drüber, habe von dem Dunklen ins Helle die Farbe mitgenommen und so erhaltet ihr so eine schöne plastische, aquarellig wirkende Blüte. Und in der Mitte habe ich mich dann noch ein bisschen mit meinem marinenblauen Stift ausgetobt und habe hier in das Graue noch ein paar bläuliche Töpfchen hinein und habe das Ganze mit meiner Papierschere ausgeschnitten. Die Blume soll jetzt so auf der Schachtel sitzen, dass wenn ich die Banderole abnehme, die Blüte auf der Schachtel bleibt. Also dürfen wir sie natürlich nicht auf der Banderole festkleben, sondern sie soll auf die Schachtel. Und dabei gibt es noch zu bedenken, wir haben hier schon eine Lage Dimensionals. Wenn die Blüte sich also noch etwas abheben soll, dann machen wir am besten zwei Lagen Dimensionals übereinander, um die Blüte noch mehr in den Vordergrund zu rücken. Und dazu müsst ihr auch wirklich nichts weiter machen, als zweimal Dimensionals übereinander zu kleben. Ein schickes Accessoire darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe hier noch ein paar Sachen übrig. Ich habe noch ein Blatt, eine Feder, ich habe noch Zweige und jede Menge Punkte. Und ich werde jetzt mal das Blatt nehmen. Das mit der helleren Seite gefällt mir in dem Fall besser. Ihr habt ja immer eine dunklere, so eine leicht gebrannte Seite und eine hellere. Mir gefällt die helle hier ganz gut. Und die Holzaccessoires, die könnt ihr super mit den Mini-Klebepunkten ankleben. Und jetzt bitte wieder dran denken, nicht auf die Banderole kleben, nicht auf die Schachtel kleben, sondern an der Blüte befestigen. Also die Oberseite von eurem Accessoire bekommt den Klebepunkt und wird dann von unten gegen die Blüte geklebt. So, und jetzt kann man nämlich die Banderole abziehen und die Blüte und das Blatt bleiben genau da, wo sie sind. Ein paar Holzpünktchen werde ich auch noch verteilen. Hier ist nochmal das blaue Exemplar. Und denkt dran, ihr könnt auch die quadratische Schokolade hier reinpacken. Nächste Woche gibt es dann unser Abschlussprojekt zu dieser Reihe. Und denkt dran, ihr könnt natürlich weiterhin das Materialpaket ordern. Einfach eine E-Mail schreiben an marion.ziske@web.de und schon kommt ihr in den Genuss eures eigenen Materialpakets. Dann macht's mal gut, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, eure Marion.